Assalamu alaikum, meine Lieben, hier ist wieder die Khadija. Wir machen Girls Day und ratet mal, mit wem? Natürlich mit dem Girl Amina. Und sie filmt auf ihrem Kanal, was ihr hier nicht seht. Und warum machen wir Girls Day? Wir brauchen mal wieder Hauer, Luft. Okay, und ich hoffe, das Auto funktioniert bis dahin. Ich habe irgendwie so ein Geräusch, also irgendwas da nicht in Ordnung ist. Und zweitens, hoffentlich hält mich niemand an und fragt mich nach dem internationalen Führerschein. Dann steh blöd da. Dann muss ich alle Register zücken und ja. Then we speak English. Then I say, oh, I'm sorry. I'm from England. Weil dann gebe ich der deutsche Pass. Na trotzdem, manche sind wirklich... Und dann brauche ich ja noch einen Brillenpass. Aber ob sie das kapieren... Vielleicht lesen. Ich gebe einfach ganz, wenn sie mich anhalten, ganz selbstbewusst, da ist man, vielleicht sehen die ja nur international, vielleicht können die gar keine englischen Zahlen lesen. Holla Smoshi. Weißt? Und dann hier noch die Lizenzen geben, aber inshallah hält uns niemand an. Heute ist Freitag. Beste Wäsche. Ne? Okay, yalla, weiter. Der kippt jede Sekunde um. Guck dir das Ding an. So viel. Da muss man echt Abstand halten. Welcome to Egypt. Der nach rechts, guck mal, wie das wackelt. Ja. Der lieber jetzt gibt auch. Dann müssen wir scharf bremsen. Was ist da drin? Müll. Woher weißt du das? Das sind immer diese, oder Tim. Nee, eher Tim. Tippen. Stroh. Guck mal, und jetzt willst du rechts abbiegen. Oh, je, 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 je. Also, nee. Guck mal, was sollen wir, Vater? Was willst du von uns? Guck mal, wo wir sind. Hier. Dar el Salam. Links. Sohar. Asyut. Kairo. Wir haben noch 30 Kilometer vor uns, dann sind wir da. Darf ich vorstellen, das Katzenzimmer. Oh, das ist lustig, der Aufkleber, ne? Avon, sage ich, Amazon. Da können sie rumliegen, da tun sie fressen, da kommt nachher noch das Bettchen, die habe ich gestern auf 90 Grad gewaschen, da können sie liegen, da können sie liegen und da können sie Händwäsche. Ja, und was haben wir mitgebracht aus Sohag? Die zwei Katzen. Ne, da könnt ihr mal sehen. So, so süß. Und die Jolie, Doktora Jolie und der Dr. Maddox. Ja, Futter haben sie, Wasser haben sie, alles, was sie brauchen. Na, ihr seht, extra alles 90 Grad gewaschen, hat halbwegs überlebt, wie man sieht. Das Amazon-Zeug ist ein bisschen zusammengefallen, aber ist kein Problem. Die spielen hier mit dem Bommel aus Deutschland. Das ist einfach super. Und guck dir den Dr. Maddox an. Der ist sehr schüchtern und so, so hübsch. Masha'Allah, ein wirklich hübscher Kater. Ich bin ganz verliebt in den. Ja. Und guck mal hier. Die hat noch nie eine Waschmaschine gesehen. Die hat... wahrscheinlich nur diese halbautomatischen da, die ägyptischen gesehen, die ist ganz fix auf die. Die will da rein und gucken machen. Ton war süß. Ne? Die Jolie. Ja, die ist neugierig. Die kommt auch aus einem sozialeren Haushalt. Ne? Die ist gut genährt, die ist, ne? Die wurde geliebt, die hat im Bett geschlafen. Ja, aber Hauskatze halt, ne? War nie draußen. Ciao, Amina. Da fühlt sich Maddox wohl. Und die kleine Jolie auch. Die ist ganz süß. So hübsch. Ganz hübsches Mädchen. Kur, du auch. Ja. Also, das sind wirklich zwei süße, süße Schätze. Alhamdulillah. Ja, ich habe die Impfung gegeben. Gell? Hier ein bisschen anderes Futter, Käse. Das haben sie geschleckelt. Trockenfutter mögen sie nicht. Jetzt habe ich es mal mit einer Hähnchenfleischsoße probiert, mit Reis und Kartoffeln. Ja, also die mögen nur Hähnchen. Sie hat nur Hähnchen bekommen und Fleisch.
Und der auch alles. Eier. Naja, vielleicht liegt es an der Impfung. Wir warten mal ab. Aber haben beide gut gegessen? Nee, gegessen. Gekotet, ne? Ja. Kleiner Mann sitzt da drin. Guck mal, der hübsche Maddox, Lennox, whatever. Maddox, der ist jetzt so ein bisschen lieber geworden. Ja, ich muss die jetzt einfach umgewöhnen. Hier die kleine Julie, Doktora Julie und Dr. Maddox, das sind ja ihre Namen. Akku zu niedrig, ist egal, wir haben genug Licht, gell? Und da tropft der ewige Wasserhahn. Mach mal auf! Oh. Warte mal. Machen wir nochmal Licht an. Da, die haben gesagt, die essen alles. Also habe ich einen Teller gemacht. Das ist der Teller vom Hotel, ich wollte den zurückgeben, aber ach, ist doch auch egal, ich gehe glaube nicht mehr in das Hotel. Oder die Preise sind ja horrend, ich habe mich voll erschrocken, was die jetzt wollen. Also, weiß nicht, ob das alles so reell ist. Aber so ein bisschen Eier, Fleischsoße vom Hähnchen und Reis und Kartoffeln. Na, dann hier Käse und dieses Trockenfutter und das fressen sie. Also die Julie habe ich fressen gesehen. Käse mag der Maddox, die kennen das halt von der Ägypter, gell? Und Wasser mache ich mal gleich frisch, das ist noch von gestern. So, ach so, und die Bett, kann ich gleich mal. Hier habe ich den Heizer, seht ihr? Das ist am Trocknen, das ist irgendwie, hier tropft was da hinten. Ja, verduschen wäre das ja nicht. Da hängt das, weil es nass geworden ist. Ja, die machen super ihr Geschäftle, alle Stuben rein, gell? Hier habe ich jetzt, na, hier ist der Catwalk. Da sitzen sie, da geht ganz oft der Maddox rein. Hier die Jolie oder zusammen da drin, ne? So, oder hier. Da spielen sie mit der Cola, gell? Und ich sitze dann hier. Wir brauchen keinen Heizer. Ist schön warm. Ich habe den reingebracht, weil ich gesehen habe, er hat kalte Ohren. Da habe ich mir schon Sorgen gemacht, ne? Dass er sich verkühlt. Der ist ja so ein Sensibelchen. Ne? Das dauert, bis der sich an uns gewöhnt. Also, ich erzähle euch jetzt mal die Geschichte. Es ist so, ne? Ich werde dieses Video erst online stellen, wenn ich 1000% sicher bin, dass diese Katzen, guck mal, die ist unter meiner Abaya und kämpft hier gegen mich. Guck mal. Ja, und ich ziehe mich immer um. Frische Socken, alles. Frische Abaya, wenn ich von draußen komme. Ich knuddel nicht mit den Katzen. Amina hat Verbot. Wenn sie knuddelt, braucht sie gar nicht hier reinkommen. Ich will kein Risiko eingehen. Diese Katzen, die Eltern sind zwar schutzgeimpft oder geimpft, aber die wurden nicht geimpft. Obwohl diese Frau, die Geschichte von Maddox, erzähl ich mal. Du, gell, also weich. Was machst denn du da? Geschichte von Maddox ist folgende. Komm, magst du ein Ei essen? Die frisst ihm alles weg. Ja, Maddox ist von einer armen Familie, die Katzen züchten. Ja, er war der Letzte, er war nicht gewollt. Ja, niemand wollte dich. Deswegen bist du auch so lang geblieben. Ja, und du erinnerst mich an die Filfell. Und dann habe ich dich genommen, weil du hast auch dieses Braune wie die Filfell. Ja, und ich denke, dass du genauso ausgesehen hast wie Filfell. Die verändern ja ihre Fellfarbe später. Und es ist nicht Filfell, nein, das ist Maddox, ein Männchen. Ja, Baby. Und der ist total ängstlich. Der krallt sich an einem fest und dann rennt er weg und versteckt sich. Aber jetzt taut er ein bisschen auf, gell? Wir zwinkern uns immer an, gell? Fein. Ja, das ist seine Geschichte. Er isst alles. Wie gesagt, die Frau sagt, ja, ja, der ist geimpft. Entschuldigung, die Impfung kostet 250 Pfund. Und der Kater ist 3 Monate bei ihr, frisst alles und hat was gekostet natürlich. Und dann hat die bestimmt nicht geimpft, das glaube ich nicht. Das sind Wohnungskatzen, der war nie draußen, der war immer im Haus. Und verkauft wurde er für 350 Pfund. Das heißt, sie hat in 3 Monaten an dem Kater 100 Pfund verdient. Nicht einmal, weil das Geld hat sie ja für Essen ausgegeben. Also ist ja klar nicht geimpft, logisch. Ja, und dann hat sie mir noch gesagt, das ist klar eine Züchterin, und hat sie noch gesagt, ja, sie hat wieder Welpen oder Kitten. Sag ich, nee, ich brauche keine. Nee, das war jetzt eine
Schnelle Aktion, Amina. Wollte Girls Day und dann sind wir da dahin und zack. Die Geschichte von ihr, ich wollte eigentlich nur ihn. Dann habe ich gedacht, ich kann ja nicht alleine eine Katze im Bad halten, dann müssen wir noch nach einer gucken. Und dann kam sie ins Gesicht, mir. Und die ist so wunderschön, Leute. Es ist eine wunderschöne Katze. Guck mal. Ja. Jolie, deswegen heißt du auch, du bist très jolie. Ah, und ihre Geschichte kann ich euch auch erzählen. Ich sitze hier stundenlang im Klo, gell? Sag's euch. Ihre Geschichte kann ich euch erzählen. Sie ist von einer Physiotherapeutin. Geh, du kleine Maus, komm. Bleib hier, wir müssen dich mal sehen, zeigen. Physiotherapeutin, die hat, wie soll man sagen, die ist 4 Monate alt. Sie hat mir auch die Wahrheit gesagt, sie ist nicht kastriert. Gehört, das finde ich schön, nicht kastriert, nicht geimpft. Das finde ich auch richtig, das zu sagen. Na, überleg mal, ich schicke den raus, der war ja jämmerlich verreckt. Die Ägypter, ja, geimpft, tschüss, weg, gibt es Geld, ciao. Ja. Auf jeden Fall, sie ist nicht geimpft, dann habe ich sie gestern angekommen, mit Deutschland gesprochen. Und dann gleich mit der deutschen Tierärztin gesprochen. Sie hat gesagt, also Hauskatzen am besten sofort impfen, nach 3 Tagen entwurmen. Das ist ein Notfall. Normalerweise wartet man länger. Aber das ist ein Notfall, wenn sie gut fressen und spielen. Die sind geimpft und schau, zack, alles gut. Kö, du bist nur ein bisschen ängstlich. Guck, wie er die Ohren nach hinten macht. Das heißt, die Katze hat Angst. Male, schon Bibi, ich mach dir doch nichts. Guck mal, lass mich. Mäschi, ich lass dich. Willst du nicht noch ein bisschen essen? Komm. Cool. Herr Bibi. Und die spielt immer mit dem Ding. Die geht 100 Mal aufs Klo. Der macht es Spaß. Die kennt doch keine Waschmaschine. Da habe ich so lachen müssen, wie sie die Waschmaschine anguckt. Die kennt nur eine ägyptische Waschmaschine. Also so mit dem Ding kennt sie nicht. Whatever. Die Frau, die Doktora, deswegen heißt sie Doktora, weil sie von einer Doktorin kommt, die hat nur Hühnchen bekommen. Hühnchen, Eier, Rindfleisch, Käse, Joghurt, fertig. Ne? Und deswegen heißt sie Doktora. Du, hör auf, mach mir keinen Dreck. Julie, psst, Maddox. Hey, hallo, was machst du denn? Was suchen sie? So hardcore. Das ist mit Apfelgeruch, das fällt der. Guck mal. Auf jeden Fall hat die Mutter, die kann die nicht leiden, die Katze. Das war das Beste. Die Mutter hat gesagt, die muss weg. Dein Vater kommt aus Saudi-Arabien und dann schmeißt er die Katze raus und deswegen hat sie verkauft. Sie liebt die Katze ohne Ende, sagt sie. Okay, dann kommt der Tag, wir kommen, dann sagt ihre Mutter, übrigens, die Katze wird jetzt verkauft, die wird abgeholt. Nein, ich liebe die Katze, sagt die Ägypterin. Du wirst sie nicht verkaufen. Sie hat gesagt, nee, zu spät. Die ist jetzt weg. Na gut. So viel zu, also sie hätte ja auch sagen können, meine Mutter behält sie, der Vater erlaubt es nicht. Sowieso. Das geht nicht. Okay, deswegen, das ist ihre Geschichte. Die hieß Fimo. Das sollte sie. Hallo! Sag mal. Ganze teure Katzenstreu, du Apfelgeschmack, alles. Spinnst du? La! Also bitte, wenn das der Vater sieht. Und das Beste, der Vater natürlich gleich. Ich habe gesagt, guck mal, die kennt keine Waschmaschine. Hat der gelacht. Steck sie rein, dann lernt sie ein bisschen was. Dann kann sie noch besser, hat sie mehr Information. Wenn sie in der Waschmaschine ist, lernt sie noch mehr als von außen. Der Mahmoud. Naja, gut. Mahmoud hat gesagt, weil ich so traurig war, und ich muss euch echt sagen, der ist ein Schatz. Er ist ängstlich, aber er lernt mir sofort. Und guck mal, wie der verwahrlost aussieht. Ganz fettiges Fell und ich weiß nicht. Also richtig Angst hat der. Die gar nicht. Die ist fett. Der ist auch ziemlich dünn, muss man sagen. Ne? Die ist richtig dick, gut genährt. Ein Draufgänger. Die kommt gleich unter die Abaya, schlüpft sie. Hallo, hören Sie auf. Und wir müssen bald nach Luxor. Wir müssen die kastrieren, ne? Beide. Sonst haben wir wieder Schrott. Du, gell? Jetzt langt's. Mach ein Video, du blamierst mich hier vor der Leid. Was sage die Leid, die Leid? Guck mal, da kriegt der Angst. Also, das war's. Guck mal, der Bach. Mausi, was machst du?
Furzgeräusche. Das, nee, jetzt kriegst du es nicht mehr. Die macht Furzgeräusche, während ich ein Video mache. Ist das toll, oder? Dann denken die Leute, ich bin das. Was denken die Leute? Also, Prank. Heide, nein, so sind die Kinder. Seht ihr? Und du, Habibi? Habibi? Nee, der will nicht. Will nicht, lass mich. Guck im Kopf nach hinten. Ja. Komm. Die kommt immer unter die Abaya. Was machen sie hier? Verstecken? Hm. Na gut. Immer das Gleiche hier, Leute. Aber, guck mal. Hallo. Hallo. Die will spielen. Komm. Spielen. Die kleine Mausi. Du bist das. Guck mal, die ist eigentlich ein Skunk, ein Stinktier. Guck mal, den Schwanz an, der ist ganz anders. Bist du ein Stinktier? Hupsala. Was machen sie? Komm. Was machen sie da? Hui. Ja. Ja, also das ist eine soziale Katze. Die kommt aus einem normalen Haushalt. Aber die war immer alleine. Die ist auf den Mensch fixiert. Die beißt jetzt durch das Ding durch. Guck. Abayas kennt sie, weil die kommen beide aus muslimischen Haushalten. Ja. Hey, kämpfst du? Ich wollte gerade ausmachen. Guck, guck. Guck, guck. Der tut aber ganz, wenn es ihn stört, gibt er ihr eine zurück, gell? Ja. Also manchmal im Tageslicht haben sie grüne Augen und abends ganz dunkelbraun. Subhanallah. Wieder kommst du da. Kleine Maus. Guten Morgen. Ups, wer rennt da? Also, ich habe mir neue Schuhe gekauft. Das sind die Schuhe fürs Bad. Der ist schon Liebi, gell? Die haben heute Morgen Hähnchen bekommen, voll reingehauen. Gell? Was redet die für eine Sprache? Ich kenne das nicht. Dali. Dali, cool, Habibi. Guck, da ist doch noch ein Stück Hähnchen. Ah nee, das ist Brot. Gestern habe ich versucht, ob sie Brot fressen. Gell? Guck mal, jetzt ist er nicht mehr so ängstlich. Habibi, du bist so süß. Jetzt ist die rausgesprungen, gell? Die wollen raus aus dem Zimmer. Nee. Das ist alles zu eurem Besten, glaubt mir, draußen wartet der Tod. Hier, morgen werden sie entwurmt. Ja, die springen rum und um. Gell? Ja, der Wasser tropft nimmer, wir haben kein Wasser. Also, seid ihr doch keine Freunde. Der will nicht spielen, der Kleine. Komm, guck mal, ich habe hier das aufgehängt. Da springen sie rein und schlafen auch drin. Ne, von hier, hups, da hängt's. Und das, ja, wird nicht so oft benutzt. Aber immerhin, da sitzen sie oft. Oder halt da in den Höhlen. Nee. So. Ist auch schön warm hier, nicht so kalt. Ich denke, ich lasse die auch nicht so früh raus, weil die sind ja Hauskatzen und draußen werden die krank. Man muss ja auch überlegen, jetzt haben wir Januar, ich denke, Februar müssen sie auch noch. Gucken wir mal, wie das Wetter wird. Okay? Maddox. Ja, jetzt sind alle entwurmt, ne, auch die von draußen, von drinnen die Katzen, die Affen auch, alle sind entwurmt. Und jedes Mal, wenn ich hier bin, Leute, ich bin so rigoros, ich wechsle meine
Klamotten, die Socken, Oberteile, alles wird sofort gewaschen und dann muss ich wohl überlegen, wie lange bleibe ich im Stall, wann gehe ich zu den anderen Katzen. Neue Schule, alles neu. Ne, das ist ganz wichtig, dass ich nicht mit den gleichen Socken, weil die Katzen, ich sitze ja hier, guck, ich sitze hier auf dem Sofa. Da könnte ich jetzt die Parvoviren mit ins Bad nehmen. Von dem her, gell, was? Wir haben Viren hier. Ja, logisch. Mist. Ja, aber ihr seid gar nicht betroffen. Euch hat es gar nicht gejuckt. Die hat gar nichts, haben sie gehabt. Donner und Dexi, gell? Als ob das kein Virus gibt für euch. Ja. Miau. Ja, süß. So ist es. Alhamdulillah. Guck mal, sind die süß, oder? Hallöchen. Julie und du, feiner Kater. Oh, Familienfoto. Guck mal, wie der da hängt, ne? Richtig goldig. Mein Baby. Na? Habibi. Ich lieb dich auch. So hübsch. Wer schnurrt denn da? Oh, ich habe ihn gerade gestreichelt. Ich habe eine neue Bürste gekauft. Da habe ich ein bisschen gestreichelt, gestriegelt. Das gefällt ihm. Und du, die setzt sich immer da rein. Ich habe jetzt ein neues Klo. Was ich? Das gefällt ihm nicht. Guck, der Schwanz, lass mich. Ja, zwei Mäuse. Willst du auch gestreichelt werden? Ich sage immer gestreichelt. Das ist für die wie streicheln, gell? Das gefällt dir nicht. Upsala, Entschuldigung. Du ein bisschen pflegen, Kerle. Ja, du auch. Ja. Gell, wir kriegen bald Besuch, da muss man schick sein. Die hat doch nichts gemacht. Mann, ich verstehe das nicht, ob das jetzt spielen ist oder. Eigentlich ist sie das nicht. Sie spielt, aber er nicht, würde ich sagen. Was sagt ihr als Katzenkenner? Ich. Ja, du armes Mädchen. Ja, ich weiß, du willst spielen und der nicht. Der versteht dich nicht, was du willst. Ja. Kleine. Ist die rollig oder was? Die legt sich immer ins Streu und macht so, als ob sie Pipi muss. Hast du was? Da kommt aber nix. Genau, was machst du auf dem Klo? Musst du mal. Ja, so sieht's aus. Die sind so niedlich. Meine süßen Mäuse. So liebe Katzen. Ja. Foto. Jetzt blitzt. Der geht auch immer rein und setzt sich hin. Guck, geschmeckt euch das Geruch, gefällt euch der Geruch? Warum denn? Habt ihr Fieber oder was ist hier los? Kein Fieber. Ich weiß es nicht. Egal. Süß sind sie. Er frisst Trockenfutter. Ja, und er boxt hier gegen meine Abacke. Also, wer sind Sie? Wer sind Sie? Der Mops. Habt ihr schon mal eine Katze gesehen mit diesem Mopsgesicht? Das ist doch ein Mops. Meine Lieblingshunde sind ja chinesische Nackthunde und Möpse. Das ist ein Mops. Du bist wie ein Mops. Mopsi. Die Jolie heißt eigentlich Mopsi. Das passt doch viel besser zu ihr, Mopsi. Mopsi Jolie. Habibte. Guten Morgen. Hier. Ja. Ihr zwei seid schon gute Freunde. Ihr spielt miteinander. Ja. So goldig. Genießt die Wärme. Ja, der Heizstrahler gibt gut Wärme ab, gell? Jo, fein.
Ja, Roma ist gestorben. Ja, gewusst, Visa war nicht gut. Die hat auch kaum noch gefressen. Jetzt habe ich hier ein bisschen Banane, Kalzium, ne? Hier am Feuer. Die sind ich noch gut. Ja, so Schildkröten sind sehr empfindlich und erst im letzten Stadium zeigen die halt, wenn was ist. Ja. Jo, dann mache ich jetzt wieder ein Schläfle. Du auch? Marsch. So, hier geht's ab. Wir liegen hier rum wie die Säckel. Die Cindy, die hat Hunger. Die spielen hier in der Box drin. In der Netbox. Aber die lieben sich schon. Also, alles gut. Mopsi. Julie passt irgendwie doch und doch nicht. Weil die hat so ein Mopsgesicht. Mopsi Julie. Maddox und Mopsi. Ist irgendwie besser, gell? Mopsi. Beides finde ich so Beides. süß. Und die Cindy ist jetzt alleine. Ja, die Romy, die war jetzt 6 Jahre bei uns, circa. Ja. Schade. Hast du Durst? Guck mal, die hat Hunger. Magst du schnell was holen gehen? Ja. Guck mal. Und Wasser will sie. Ja, guck mal. Hunger und Durst, Mäschi. Das ist auch heiß hier. Fress dich voll, Cindy. Frisches Wasser hat sie auch jetzt. Hau rein. Ist gute, gesunde Paprika. Ja, die muss jetzt kämpfen. Komm, ich mach's dir klein. Mach sie, das ist zu groß. Guck mal, die geht weg. Was soll ich damit? Ihr seid, wollt ihr mich versöckeln? Bitte. Hier. Trink doch mal, trink doch mal. Da ist doch Wasser drin. Siehst du es nicht? Die braucht eine Brille, die Schildi. Hey, Schildi, das Wasser. Wasser. Nehmen Sie. Nee, die will kein Wasser, die will klein geschnittene Paprika. Dumm ist sie Jetzt nicht. die Hände. Masch. Mopsi und Maddox, die schnuddeln. Schau mal. Na, jetzt haben wir, glaube ich, 10 Tage sind die da. Denen geht's gut, die futtern gut. Das sind die auch. Der Heizer läuft. Ja, mach den, der ist ganz ungepflegt. Mach den sauber. Mit der einen Pfote hält sie ihn am Genick da hinten fest. Ja. Heidi schläft auch noch nicht. Ich gehe jetzt schlafen. Gleich 9 Uhr. 21 Uhr nachts. Maddox. Er atmet noch. Süße Mäuse. Die sind voll gefuttert, ne? Die haben heute Hühner in der Reihen bekommen. So, meine Lieben, das war's im Video. Ihr seht, die Katzen sind noch im Bad. Wir haben bald Teil 2. Homala. Genau. Die Heidi ist vor mir. Und wenn ihr Teil 2 sehen wollt, könnt ihr gleich kommentieren. Morgen oder lassen wir uns Zeit. In 2 Tagen. In einer Woche. Na, Teil 2 kommt noch. Und ja, dann könnt ihr gleich Teil 2 sehen. Inshallah. Bis die Tage, Maschelema. Bye, bye.